Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Kicktipp Video. Und heute gibt es den ersten Spieltag der EM-Qualifikation für die Europameisterschaft 2020. Und hier mache ich natürlich auch Tippvideos, ganz klar. Einige Spiele stehen an, die nächsten Tage. Und da beginnen wir am morgigen Donnerstag mit dem Spiel Kasachstan gegen Schottland. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich jetzt nicht vorbereitet auf dieses Video. Ganz klar, ist eher so ein bisschen spontan. Aber hier würde ich sagen, dass Schottland das macht mit 2:1. Dann Zypern gegen San Marino. Ja, Zypern hat eine sehr gute Quote hier gegen San Marino. Mit 31er Quote, das sieht man auch nicht so oft. Man muss ganz klar sagen, San Marino, haben die überhaupt schon oft gewonnen? Ich glaube nicht, vielleicht ein, zwei Mal in ihrer gesamten Nationalmannschaftsgeschichte. Aber ansonsten, naja, eher nicht. Und Zypern ist halt dann doch noch, denke ich, zu stark für San Marino. Am Ende gibt es ein klares 2:0 für Zypern. Dann Kroatien gegen Aserbaidschan. Ja, der zweite der WM gegen Aserbaidschan, die jetzt auch keine so große Nummer sind im europäischen Fußball. Ja, ganz klare Nummer für Kroatien. 4:1 für Kroatien. Dann Slowakei gegen Ungarn. Dieses Spiel könnte schon ein bisschen interessanter sein. Es könnte schon ein bisschen enger zugehen. Ganz klar. Slowakei-Ungarn, auch schwierig. Ich gehe hier aber auf knappen 2:1 Heimsieg für die Slowakei. Dann haben wir Israel gegen Slowenien. Auch das ein Spiel, wo schwierig zu tippen ist, ganz klar. Weil da auch beide Teams ungefähr gleich stark sind. Deshalb mein Tipp an 1:1, unentschieden. Dann Nordirland gegen Island. Das ist auch die deutsche Gruppe, so viel ich weiß. Und da ist Nordirland klarer Favorit. 2:1 gegen Estland. Dann Niederlande, Weißrussland, auch die deutsche Gruppe. Die Deutschen müssen ja dann auch gegen die Niederlande ran am Sonntag. Genau, das ist noch da Donnerstag. Wenn die deutsche Nationalmannschaft hat heute ein Testspiel gegen Serbien. Also Niederlande, Weißrussland, ganz klar 3:0 für die Niederlande. Die sind klarer Favorit. Dann Österreich gegen Polen. Das könnte auch schon ein bisschen spannender werden. Ganz klar, aber hier sollte Polen der leichte Favorit sein. Auch wenn die Quote hier für Österreich geht. Aber ich gehe auf Polen. Lewandowski macht bestimmt ein Tor. Deshalb 2:1 für Polen gegen Österreich. Dann Mazedonien gegen Lettland. Beides keine großen Fußballnationen. Schwierig. Schwierig, Leute. Mazedonien, Lettland. Knappe 1:0 Heimsieg. Für Mazedonien vielleicht. Dann Belgien gegen Russland, das ist auch ein interessantes Duell auf jeden Fall. Da dürfte Belgien Favorit sein. Am Ende wird es aber nur ein knapper 2:1 Sieg. Ja, Russland war ja ziemlich gut drauf bei der WM. Die sind da schon bis ins Viertelfinale, glaube ich, gekommen. Aber wenn wir ins Achtelfinale, ist sicher. Ich glaube, wir sind ja doch bis ins Viertelfinale, glaube ich. Bulgarien gegen Montenegro ist das nächste Duell und auch hier ist es schwierig zu sagen, wer sich da durchsetzt. Ich gehe auf Bulgarien 2:0. Heimsieg ist aber auch bloß Bauchgefühl halt. Dann haben wir Albanien gegen die Türkei. Ja, schwierig. Aber ich denke, die Türkei setzt sie knapp mit 1:0. Am Ende durch. Dann England gegen Tschechien. Ganz klar England der Favorit. Brauchen ja auch nicht groß wohin über die Partien. Tschechien ist auch nicht mehr das, was sie mal waren im Fußball. In der Nationalmannschaft vor allem. Dann Portugal gegen Ukraine. Ja, auch hier sollte eigentlich es relativ klar sein. Vor allem Cristiano Ronaldo, der wird da schon 2 Tore machen gegen die Ukraine für Portugal auf jeden Fall. Dann haben wir Luxemburg gegen Litauen. Und da ist Luxemburg, denke ich, tatsächlich der
Favorit. Luxemburg, die Nationalmannschaft von Luxemburg ist gar nicht so schlecht, wie man immer denkt. Die unterschätzt man immer ein bisschen. Deshalb denke ich 2-1 haben sie gegen Litauen. Dann Moldawien gegen Frankreich. Das wird eine klare Nummer. 3-0 für Frankreich. Dann Andorra gegen Island. Auch hier sehe ich den Favoriten ganz klar, nämlich Island. 3-1 gegen Andorra. Klare Geschichte auch hier. Und auch im nächsten Spiel dürfte es ziemlich klar werden. Nämlich die Schweiz setzt sich gegen Georgien doch locker durch mit 2-0. Ja, bisher sind immer sehr viele Spiele, die mega klar gehen auf jeden Fall. Aber hier liest sich das ja auch so einfach. Es gibt immer natürlich Überraschungen, auch in den EM-Qualifikationen auf jeden Fall. Da kann immer einiges passieren. Dann haben wir die nächsten Partien, unter anderem Schweden gegen Rumänien. Und hier, klarer Favorit Schweden. Mit unter anderem Emil Forsberg von RB Leipzig. Fällt mir hier spontan ein. Aber ansonsten kenne ich noch jemanden von Schweden. Ibrahimovic natürlich, aber der spielt ja nicht mehr für die Nationalmannschaft. Dann haben wir noch Malta gegen Färöer. Ja, zwei kleine Nationen treffen aufeinander, zwei kleine Inselnationen. Aber da sehe ich die Färöer-Inseln ein bisschen im Vorteil. 3-1 gegen Malta ist da, denke ich, in Ordnung. Dann Gibraltar gegen Irland. Ja, für Gibraltar ist jedes Tor schon ja, halber Weltmeistertitel sozusagen. Aber gegen Irland keine Chance. 2-0 für Irland gegen Gibraltar. Weil Gibraltar, ja, die feiern wirklich jedes Tor ziemlich ausgelassen immer. Und für die geht es wahrscheinlich auch in der EM-Qualifikation auch bloß darum, nicht so viele Tore hinten zu kassieren. Dann haben wir Italien gegen Finnland noch. Genau, das sind die letzten Spiele dann schon. Italien, Finnland. Und auch hier sehe ich einen ganz klaren Favoriten, nämlich Italien. Ich denke, Italien hat sehr gute Chancen, auch wieder reinzukommen in die EM. Waren sie 2016 dabei? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht, ob sie 2016 dabei waren. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, dass Italien nicht dabei war. Kann das sein? Auf jeden Fall bei der WM 18 waren sie nicht dabei. Die Italiener, aber hier bei der EM 2020 denke ich schon, dass sie schaffen. Dann haben wir Spanien gegen Norwegen. Klare Geschichte. Spanien macht es locker am Ende mit 2-0. Dann Bosnien-Herzegowina gegen Armenien. Auch hier klarer Favorit, nämlich Bosnien. Armenien hat auch nicht so eine gute Fußball. Hat es auch nicht so eine gute Fußballnationalmannschaft. Deshalb 3-1 für Bosnien. Und dann haben wir noch Liechtenstein gegen Griechenland. Ja. Kleine Nummer da, Griechenland 3-0 gegen Liechtenstein. Das sind also meine Tipps, ziemlich viele Spiele auf jeden Fall. Im zweiten Spieltag, da ist dann genau das deutsche Spiel Niederlande-Deutschland. Das tippen wir aber dann im nächsten Video. So dass wir uns die ja, spielfreie Woche in der Bundesliga einigermaßen gut rüberbringen, gibt es ja jetzt auch einige Spieltage meiner OHAG-Liga. Da bin ich nämlich etwas hinten dran noch. Im Vergleich zu den aktuellen Spieltagen in der Bundesliga. Auf jeden Fall lese ich jetzt nochmal die Ergebnisse, nicht die Ergebnisse, meine Tipps vor. Kasachstan, Schottland 1-2, Zypern, San Marino 2-0, Kroatien, Aserbaidschan 4-1, Slowakei, Ungarn 2-1, Israel, Slowenien 1-1, Nordirland gegen Island 3-1, Niederlande, Weißrussland 3-0, Österreich, Polen 1-2, Mazedonien, Lettland 1-0, Belgien gegen Russland 2-1, Bulgarien gegen Montenegro 2-0, Albanien gegen die Türkei 0-1, England gegen Tschechien 3-0, Portugal gegen die Ukraine 5-2, Luxemburg gegen Litauen 2-1, Moldawien gegen Frankreich 0-3, Andorra gegen Island 1-3, Georgien gegen die Schweiz 0-2, Schweden, Rumänien 4-2, Malta, Färöer 1-3, Gibraltar, Irland 0-2, Italien, Finnland 4-1, Spanien, Norwegen 2-0, Bosnien, Armenien 3-1 und Liechtenstein, Griechenland 0-3. Das sind also meine Tipps. Ziemlich viele Spiele muss man da tippen. Ganz klar, die Tipprunde ist bisher auch schon mal schön anzusehen, weil schon alle getippt haben und das gibt es wirklich selten. Ja, es ist halt so bei Tippgruppen am Anfang. Tippen noch alle ziemlich fleißig mit und dann irgendwann, ja, haben die ersten schon keinen Bock mehr.
Aber auch hier in dieser Tippgruppe ist auf jeden Fall das Ziel, gut dazustehen. Die ersten drei ist natürlich immer so ein Ziel. Aber Hauptsache nicht letzte und vorletzte, würde ich mal sagen. Aber ansonsten ist, denke ich, auch hier vieles möglich. Auch viele gute Tipper natürlich hier dabei. Ganz klar, auch viele, die auch in den anderen Ligen, nicht in anderen Ligen, in den anderen Tippgruppen dabei sind. Und ich denke, das wird eine ziemlich schöne Gruppe mit aktuell 7 Leuten. Und da wollte ich jetzt nicht hin. Also aktuell 7 Leute in der Gruppe. Ist gerade eine schöne Gruppe zu tippen. Vor allem, wenn alle mittippen, kann das wirklich richtig spannend und schön werden. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann und ciao.